Gepriesen sei Jesus Christus und vorwärts mit Maria. Was könnte das dritte Geheimnis von Fatima in Wirklichkeit beinhaltet haben? Eine Frage, die seit mehr als 60 Jahren das Leben der Kirche als Karstfluss begleitet. Denkt daran, dass das dritte Geheimnis von Fatima auch nicht-christliche Menschen, nicht nur nicht-katholische, sondern auch nicht-christliche Menschen interessiert hat. Auch Atheisten, Philosophen interessierten sich für das dritte Geheimnis von Fatima. Anthropologen, Soziologen der Religionen, alle haben ihre Nase in dieses Rätsel hineingesteckt, das als Karstfluss die Geschichte unserer Zeit begleitet. Mit all den Manipulationen, die wir, wie wir jetzt sehen werden, das offensichtliche Ergebnis der Präsenz einer Freimaurerkuppel im Vatikan bereits seit den 60er Jahren ist. Aber lasst uns mit Ordnung vorgehen. Der Titel der heutigen Katechese lautet «Das dritte Geheimnis von Fatima, Satan in der Kirche». Und dann erklären wir sofort, was genau dieses dritte Geheimnis enthält. Liebe Kinder, wir können sofort sagen, dass es etwas Schreckliches enthalten muss, etwas fast Unsagbares. So wahr es ist, wie ich euch beweisen werde, dass die regierenden Päpste der vergangenen Jahre es nicht bis zum Ende offenbaren wollten. Dieses dritte Geheimnis, ich sage es sofort, betrifft drei grundlegende Dinge, die unbeschreiblich sind. Noch in unseren Tagen sehen wir es sehr gut. Obwohl Bergoglio nach den Gesetzen der Kirche kein Papst ist, welcher im Vatikan Pachamama verehrt hat und offenkundig eine falsche, götzendienerische und ketzerisch-freimaurerische Kirche gegründet hat, gibt es die UNACUM, die diese beweisbare Tatsache bestreiten wollen. Kurz bevor ich hier ins Studio kam, von wo aus ich sende, las ich von einer Antwort des stets ausgezeichneten Journalisten Andrea Cionci an die Bloggerin namens Dorothea Lancellotti, welches seine Recherchen als Cionciaten definiert und welche natürlich auch eine geistliche Tochter dieses anderen Priesters ist, den ihr alle kennt und der teuflische Sachen sagt und besessen zu sein scheint. Das ist das Zeichen dafür, weshalb das dritte Geheimnis nicht veröffentlicht worden ist, weil wir es heute erleben, aber die Menschen trotz allem die Augen davor schließen. Es ist etwas Unglaubliches. Das heißt, wir erleben gerade den Inhalt des dritten Geheimnisses von Fatima, aber niemand will es bemerken. Das dritte Geheimnis von Fatima betrifft nicht in erster Linie, ich schließe es nicht aus, dass es auch das ist, eine globale Katastrophe. Ich muss sagen, dass die jüngsten historischen Ereignisse offensichtlich nahelegen, dass es so sein könnte, vor allem weil die Ereignisse jetzt direkt aus Russland kommen. Wir befinden uns in einer ernsten Gefahr des globalen Krieges und wenn es keinen globalen Krieg gibt, wird es eine Art Abschaltung der Energiequellen geben, die Russland meiner Meinung nach zu 65-70% an viele Länder der Welt liefert, einschließlich Italien. Putins heutige Botschaft ist, dass der Westen zu einem energetischen Selbstmord zusteuert. Es ist klar, dass es eine Provokation ist im Sinne, macht nur Sanktionen, seht, wie ihr euch selber geschadet habt. Ich schließe den Hahn. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das dritte Geheimnis auch darauf bezieht, nämlich auf ein weltweites Katastrophenereignis, bei dem alles auf Null gestellt wird, wie es in Sodom und Gomorra geschehen ist, wie es unter anderen Umständen geschehen ist. Aber das dritte Geheimnis von Fatima betrifft zweifellos diese einfach schockierende Aussage, nämlich Satan, der in die Kirche eintritt. Und wir haben Beweise dafür, weil drei Indizien einen Beweis ergeben, wie Agatha Christie sagte. Die Indizien sind die fotografischen Visionen von Anna Katharina Emmerich, die die Gründung einer falschen Kirche am 13. Mai 1820 voraussah. Das Jahr kann vielleicht nichts aussagend sein, aber der Monat und der Tag schon. 13. Mai wird der Tag sein, an dem die Mutter Gottes in Fatima erscheinen wird. Katharina Emmerich spricht zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts von einer falschen Kirche, das haben wir so oft gesagt, die gegründet wird in der Irrlehre, im Götzendienst, in der Falschheit und zur Zeit der sogenannten zwei Päpste. Und dann gibt es, ich zitiere nur einige, die Aussage von Pater Pio und Pater Gabriele Amort, der 1960 von einem Eintritt Satans in die Kirche spricht.
der bald eine falsche Kirche regieren würde, die eben die von Bergoglio ist. Aber Leute wie die Lancelotti können mit Speeren um sich werfen. Sie sind der schändliche Ausdruck eines Katholizismus, der traurige Ausdruck, schmerzhafte Ausdruck, welcher eifrig zu sein scheint und der in unglaublicher Weise trotzdem in Gemeinschaft mit einem steht, der nicht Papst ist, nach den Gesetzen der Kirche, sondern zu all dem noch götzendienerisch und ketzerisch ist, obwohl ein echter Papst nie auf hartnäckiger Weise ketzerisch sein kann. Sie begeben sich auf Glatteis und sagen, Benedikt XVI. Hat seinen Nachfolger Treue versprochen, ohne dann jemals zu sagen, wer genau der Nachfolger ist. Er feiert in Gemeinschaft mit ihm. Es sind alles Dinge, die nicht bewiesen sind, aber sie begeben sich auf Glatteis. Damals hatte Pater Pio es auch gesagt, wie die selige Emmerich. Das ist der Punkt, liebe Kinder. Das ist die entscheidende Frage. Entweder versteht man das und trifft die richtigen Entscheidungen, oder man wird lächerlich, wie die Frau, die ich vorhin erwähnte. Und dann, wer weiß, warum es immer diese Frauen sind, die auftauchen, es wäre interessant zu wissen, weshalb. Und das Wichtige ist, dass das dritte Geheimnis von Fatima daher nicht in erster Linie, wie ich sage, ein katastrophales weltweites Ereignis betrifft, vielleicht auch das, weil sich Russland jetzt den Plänen der neuen Weltordnung querstellt. Und Europa, der LGBT-Westen, der Synkretisten-Westen, der Globalisten-Westen, der Öko-Westen, der Westen der verschiedenen Möglichkeiten, ist der Westen, der nun vor dem, was er nicht erwartet hatte, zittert. Putin, der sich bewaffnet, weil es offensichtlich seiner Meinung nach, ich will nicht urteilen, als einzigen Weg sieht, um zu versuchen, mit einem vollständig relativistischen Europa fertig zu werden. Ich dachte heute in der Messe, ich habe es dort noch nicht sagen wollen, habt ihr diesen Westen gesehen? Zuerst wurde er von islamistischen Fundamentalisten ins Visier genommen, der uns als Ungläubige und Ketzer sieht. Jetzt ist es erstaunlicherweise das christliche Russland, das reagiert. Ich weiß nicht, ob ihr den epochalen Moment versteht. Wir sind in der Gegenwart von etwas, das nicht einmal von den besten Analysten der Welt vorausgesagt wurde. Das heißt, wir bewegen uns praktisch auf einem Grad, wie es Fatima im dritten Geheimnis vorhergesagt hat. Das heißt, wir sind in der Gegenwart einer globalen Erwartung, die nicht geplant war. Weil es zuerst den islamischen Terrorismus gab, mit seinem Terror von 2001 bis in die Gegenwart, dann gab es die Pandemie, die geplant worden ist, okay, jetzt ist etwas passiert, was niemand erwartet hat. Moskau sagt Nein zur synkretistischen und globalistischen Drift, welche Bergoglio ganz offensichtlich verfolgt. Zur Schande dieser Unakum-Leute, die in der Art von Lancelotti, und das ist die Umsetzung ohne Zweifel, meine lieben Kinder, des dritten Geheimnisses von Fatima. Aber das Problem für uns Katholiken ist der Eintritt Satans in der Kirche. Ich habe also Quellen zitiert, welche den Beweis ergeben, weil sozusagen mehr Indizien den Beweis ergeben. Katharina Emmerich, dann habe ich euch von Pater Pio erzählt und es gibt andere, die ich natürlich jetzt aus Zeitgründen nicht zitieren kann. Damit ihr euch mit dieser Frage befassen könnt, verweise ich euch auf mein Buch Petrus, wo bist du? Auf den Seiten 206 folgende, das ihr beim Sekretariat von Radio Domina Nostra verlangen könnt, wenn ihr es noch nicht habt. Und jetzt biete ich euch eine Zusammenfassung in der mir noch zur Verfügung stehenden Zeit an. Man kann keinen Zweifel haben, es bleibt ein offenes Konto, das sich praktisch nur am Ende auflösen wird. Dieses offene Konto steht zwischen Maria und Satan, zwischen der sonnengekleideten Frau und dem roten Drachen. Die Schrift bestätigt, wie wir wissen, diese Wahrheit. Wie wir schon mehrmals gesehen haben, kündigt die Genesis die Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange an. Im 1. Buch Mose 3,15 heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und ebenfalls wird im Buch der Offenbarung 12,1 der Finalkampf angekündigt zwischen der sonnengekleideten Frau und dem roten Drachen. Es ist erstaunlich zu sehen, dass nachdem einige bemerkenswerte Vertreter dieser Traditionisten in den 80er Jahren, vor allem in den 90er und frühen 2000er Jahren,
diese Wahrheit verkündeten, nun auf die Weise von Lancelotti wie beim runden Tisch von König Artus, jetzt wie Sir Lancelot sich nun in Verbindung mit dem stehen, der praktisch Partisan Satans ist, und halten die Leute im Irrtum aufrecht. Versteht ihr das? Und so vereinigen sie sich. Und so vereinigen sich das erste und das letzte Buch der Heiligen Schrift gerade um das Thema des Kampfes zwischen Maria und Satan. Wollt ihr den Interpretationsschlüssel des dritten Geheimnisses? Wollt ihr das Passwort? Es ist der letzte Kampf zwischen Maria und Satan. Was ist das letzte Bollwerk des Bösen? Die Heilige Schrift sagt es ganz offen. Ich verweise euch auf mein anderes Buch, die Symphonie des Lammes. Auch das könnt ihr verlangen, ich vertiefe es gründlich. Wer, was ist das letzte Bollwerk des Bösen in Offenbarung 13? Wer ist es? Es ist der Antichrist, das Tier, das vom Meer kommt. Das Tier, das vom Meer kommt, der Antichrist, ist der Lieblingssohn Satan. Und dieser, wie ich euch letztes Mal gesagt habe, stammt aus der Dynastie jenes Stammbaumes, das zwischen Satan, den Dämonen und den Menschen, Frauen, geflochten wurde. Er wird zur gegebenen Zeit, ich werde euch jetzt sagen, was der gegebene Zeitpunkt ist, ein beispielloser, endgültiger Angriff auf die Frau und ihre Nachkommen führen. Aber wer sonst sind die Nachkommen der Frau, wenn nicht die katholische Kirche? Die katholische Kirche ist die Abstammung der Frau. Und so sehen wir, dass neben einer heiligen Kirche, die jetzt Minderheit heimlich und verborgen geworden ist, die von Benedikt XVI. Angeführt wird und so zu den Anfängen der Kirche zurückkehrt, seit einiger Zeit eine falsche Kirche herrscht. Das ist das dritte Geheimnis. Hier befinden wir uns in der schmerzhaften Tatsache des dritten Geheimnisses, das Entstehen einer Antikirche aus der wahren Kirche raus, die aus einem falschen Papst besteht, der schließlich das Tier ist, das von der Erde kommt, der falsche Prophet, der dem Antichristen Propaganda macht. Genau das passiert hier. Apropos drittes Geheimnis, seine Geschichte ist unglaublich und wir beziehen uns auf die Manipulationen. Ich habe keinen passenderen Begriff gefunden, eine verlogene, lügnerische Manipulation des dritten Geheimnisses von Fatima. Ich beziehe mich auf die wiederholten Angriffe von Bergoglio, dem falschen Papst, Usurpator des Thrones Petri, gegen vor allem die marianischen Dogmen. Maria ist nicht unbefleckt, weil auch sie mit dem heiligen Josef gesündigt habe. Die Mittellöserin ist eine Tonteria, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Maria ist nur die Frau von nebenan, die schweigt. Und schließlich der Höhepunkt. Und hier müssten solche wie die Lancelotti, die auf der anderen Seite bleiben wollen, zumindest mit einem gewissen christlichen Abstand schweigen. Aber da ihr Gewissen brennt und weil sie weiß, dass Giorgi und Don Minutella eigentlich die Wahrheit sagen, können solche wie sie nicht schweigen. Der Höhepunkt der finalen Herausforderung, möchtet ihr wissen, was der Countdown ist, auf welches Signal der Antichrist gewartet hat? Dieses kam im Oktober 2019, als in den Vatikanischen Gärten unglaublicherweise das Götzenbild von Pachamama eingeführt worden ist, zur Schande von solchen wie Lancelotti, die darauf beharren, Bergoglio als Papst anzuerkennen. Aber ich frage mich, kann ein Papst dies jemals tun? Wenn er es tun würde, und es ist ein richtiger Papst, dann hätte uns Jesus Christus getäuscht. Nicht Giorgi und nicht Don Minutella sind die Teufel. Die Teufel sind sie. Er platziert in der Basilika von St. Peter das Bild, besser gesagt das Idol, Götzenbild von Pachamama. Diese Bilder habe ich mehrmals ausgestrahlt, in der Hoffnung, dass diese Unakum ihre Augen öffnen. Aber nein, er ist der Papst. Kann der Papst so etwas jemals tun? Die Prozession auf dem Holzboot, von den Kardinälen und Bischöfen getragen, mit dem Betreten des Peterdoms, welcher in diesem Moment zu einem satanischen Tempel geworden zu sein scheint und tatsächlich auch geworden ist. Es ist unnötig, dass Kardinal Comastri in dieser Basilika den Rosenkranz beten geht. Er macht sich so heuchlicher als Bergoglio. Solche sind es, die den Schaden ausrichten in Bezug auf das dritte Geheimnis. Denn die Petersbasilika, kann man sagen, alle Liturgien, alle Messen, alle Feiern, alle Rosenkränze, alle Novenen, alle Beichten, alle Sakramente, die in dieser Basilika gefeiert werden, sind Gott nicht wohlgefällig. Es ist eine Basilika, die befreit werden muss. Habt ihr es verstanden?
denn sie wurde entweiht. So was ist in der 2000-jährigen Geschichte der Kirche noch nie passiert. Schaut doch nach, ob ich mich irre. Nie, nie, nie. An alle Lancelotten da draußen, nie. Dieser Schrei kommt hoffentlich bis zu euch. In eurem Gewissen, nie, nie, nie. In der St. Peters Basilika, dem Herzen der katholischen Kirche, fand die idolatrische Prozession von Pachamama statt, ein heidnisches Götzenbild, das nicht zufällig gewählt worden ist, weil sie schwanger ist, verstanden? Sie muss den Antichristen gebären, und der Antichrist hat auf dieses Signal gewartet, das sein Reisegefährte Bergoglio gegeben hat, der von der satanisch-freimaurischen Loge dort platziert worden ist. Wisst ihr, was mit solchen Typen wie die Lancelotti passiert? Wisst ihr, was passiert, da wir gerade in der Jahreszeit sind, in welcher es passiert ist? Das gleiche wie dem Gegner von Giovanni Falcone. Giovanni Falcone wurde von der Mafia, der Freimaurerei, den starken Mächten getötet. Und ich erinnere mich, als er in der Sendung von Maurizio Costanzo war, wie sie ihn im Fernseher angriffen, diesen armen Märtyrer der Gerechtigkeit. Erinnert ihr euch? Bei Maurizio Costanzo wurde er von Anwälten, Juristen, Magistraten, Politikern und Schauspielern ins Visier genommen. Sie wurden alle bezahlt, um ihn unter Druck zu setzen. Aber als Falcone sein Leben gab und in die Luft flog, verstummten und verschwanden all diese. Das, was wirklich bemerkenswert ist, und darüber reflektieren diese Leute nicht, ist, dass die Götzendienstprozession von Pachamama nicht einfach nur innerhalb des Vatikans stattgefunden hat, sondern in den vatikanischen Gärten, und das macht es noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Und Don Minutella ist da, um es zu beweisen. Sie haben einen idolatrischen Ritus gemacht, eine echte Paraliturgie, Antiliturgie. Satan war anwesend mit Ordensbrüdern und Schwestern, die sich mit ihren Hinterteilen in der Luft niederwarfen, um Pachamama vor einem strahlenden und leuchtenden Bergoglio zu verehren, da es ihm endlich gelungen war, die Katholiken an der Nase herumzuführen, wie es in seinem Stil ist. Und deshalb wurde er gewählt, um die Katholiken und die Disziplinen an der Nase herumzuführen. Wir müssen sofort eine Sache klarstellen, denn diese Unakum sind die, wie ich es verstanden habe, schlimmer als die progressiven Bergoglianer. Wir müssen sofort klarstellen, gegen den unnötigen Versuchen einer konservativ-traditionalistischen Kreisen, dass es keinen Vergleich gibt, merkt euch das gut, zwischen dem, was mit Pachamama passiert ist, das heißt mit ihrer Platzierung im Vatikan, und dem, was durch den Willen von Johannes Paul II. In Assisi geschah. Erinnert ihr euch, am 27. Oktober 1986 hat der Papst, als der Papst in der umbrischen Stadt alle religiösen Führer der ganzen Welt versammelte, möchtet ihr euch noch erinnern? In diesem Fall wollte nämlich der Papst, der übrigens der gültig gewählte Papst Wojtyła war, die fundamentalistischen Auswüchse des Islams einige Jahrzehnte voraus verhindern, mit der immer überzeugteren Vorstellung, dass die Religionen Grund für Spaltungen und Kriege sind. Als Johannes Paul II. Die religiösen Führer des Planeten zusammenrief, reagierte er auf diese Provokationen und zeigte, dass die Religionen einander in gegenseitiger Toleranz respektieren können und wollen. Der sogenannte Geist von Assisi, den einige Unglückliche der Unakum mit Pachamama vergleichen, ist einfach etwas ganz anderes. Es hat nichts mit dem religiösen Synkretismus oder dogmatischen Relativismus zu tun. Es gab keine idolatrische Liturgie, zumindest sicher nicht offiziell. Eine andere Sache ist die übliche Abdriftung der Franziskanermönche, die dort ohne Vorkenntnis des Heiligen Stuhls Buddha-Statuen auf den Altären aufstellten. Zwei Tatsachen beweisen, dass Johannes Paul II. Keinesfalls beaufsichtigte, die Begegnung zwischen religiösen Freunden mit einem synkretistischen Vorhaben zu verwechseln. Es sind die folgende. Ich lese aus meinem Buch über den Antichristen, der bald erscheint.
Die erste Tatsache ist die Rede, die der Papst dort gehalten hat. Hört, was Johannes Paul II. Genau sagt. Die Tatsache, dass wir hierher gekommen sind, impliziert nicht die Absicht, einen religiösen Konsens zwischen uns zu suchen und über unsere Glaubensüberzeugungen zu verhandeln. Noch bedeutet es, dass sich die Religionen versöhnen wollen auf der Ebene eines gemeinsamen Engagements, eines irdischen Plans, der alle Religionen übertrifft. Noch ist es ein Zugeständnis an einen Relativismus der Religionen. Johannes Paul II. Konnte nicht klarer sein als so. Es ist also unehrlich, den Geist von Assisi auf gleicher Ebene zu setzen wie Pachamama. Wie ihr seht, sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge. Es ist leider so, dass sie ihn beschmutzen wollen. Sie wollen sich postmortem an ihm, an Johannes Paul II. Rächen, weil es dank diesen marianischen Papstes eine Verzögerung ihrer Pläne gab, die Freimaurer als fatal erkennen. Und sie sind auf Johannes Paul II. Wütend. Bergoglio änderte sein Institut für die Familie in Rom. Er hat es in eine gay-freundliche Lobby verwandelt, pro Gay, pro Euthanasie, pro Empfängnisverhütung und so weiter. Die zweite Tatsache ist die Verurteilung, die die Kongregation für die Glaubenslehre unter der Leitung von Kardinal Ratzinger gegenüber zwei Theologen ausgesprochen hat. Ich war Student an der päpstlichen Universität Gregoriana. Ich erinnere mich gut daran, gewisse Brüder sollen sich damit abfinden. Ja, ich habe an der Gregoriana studiert und beim Hochschulabschluss habe ich die höchsten Noten bekommen. Es tut mir leid für Sie, Sie sollen sich damit abfinden, es endlich akzeptieren. Einige Brüder könnten danach etwas ruhiger leben. Contrafactum non valet argumentum. Die Bestnote. Entweder waren die Jesuiten damals plötzlich alle verrückt. Ich habe die Bestnote bekommen mit der Empfehlung, die Dissertation in voller Länge zu veröffentlichen und der Dekan kam, um zu gratulieren. Kardinal Ratzinger verurteilte zwei Theologen, Jacques Dupuis und Tissa Ballasuria, die Vorarbeiten des Pluralismus der Religionen vorantrieben, nämlich dass alle Religionen gleichgestellt seien. Aber lasst uns zu unserem Gespräch zurückkehren und in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, mit Ordnung fortfahren. Wir sprachen vor allem über die Manipulation des dritten Geheimnisses von Fatima, das die Jungfrau, wir erinnern uns daran, den drei Hirtenkindern von Fatima im Juli 1917 offenbart hat. Der falsche Papst Bergoglio, der zum 100. Jahrestag der Erscheinungen im Jahr 2017 dorthin reiste, war fähig, einen öffentlichen Angriff auf die Authentizität der Botschaft zu versetzen, wie es in seinem nebulösen Stil ist. Indem er seine Meinung kundgab, erinnert ihr euch, er würde die Maria der Evangelien gegenüber dieser Madonna die Strafe androht bevorzugen. Er hat es genauso gesagt, nur dass das Portal des Heiligen Stuhls diese Aussage von Bergoglio dann gelöscht hat. Abgesehen vom abwertenden Ton dieser Madonna, die er als eine psychologische Vision in den Köpfen der Hirtenkinder abtut, Bergoglio ist wirklich unglaublich. Er kann satanische Kotze in einer Art rüberbringen, dass die Leute wie die Lancelotti diese wie eine leckere Suppe aufessen. Es ist Satans Kotze und sie essen die leckere Suppe. Die Töne, die Bergoglio in dieser Gelegenheit bei der 100-Jahr-Feier von Fatima verwendete, wurden bis auf jede Silbe hinein studiert, um Fatima zu delegitimieren, was bereits mehrmals versucht worden ist, aber sie es noch nie vollständig geschafft haben. Die Freimaurer fürchten sich vor Fatima, sie haben noch eine offene Rechnung mit ihr. Ich habe heute, glaube ich, ein passendes Beispiel erzählt. Es ist, als ob ein Kommandant mit seinen Truppen in den Krieg zieht und auf der anderen Seite des Tals die Feinde sind. Dann sagt der Kommandant zu seinem Sergeant oder zum Major, Major, gehe als Botschafter zu den Feinden und sage ihnen, am Ende wird mein Herz siegen. Gehe es ihnen sagen. Also geht er es ihnen sagen, diese verachten ihn, glauben nicht an dem, was er sagt und der Krieg wird trotzdem geführt. Aber jene Feinde dort, welchen der Kommandant hat ausrichten lassen, sag ihnen, dass mein Herz siegen wird, tragen fortan in sich diese beängstigende Vorstellung, dass es eventuell wirklich geschehen könnte. Es ist genau das, was die Freimaurer durchmachen. Sie versuchen seit 60, 70 Jahren, das dritte Geheimnis von Fatima zu vergraben. Denn die Mutter Gottes hat sie vorzeitig auf beschämender Weise demaskiert. Als sie anfingen, den katholischen Glauben zu manipulieren und die Eroberung des Thrones Petri zu planen.
und all die Dinge, die wir jetzt erleben. Und die Mutter Gottes hat sie antizipiert. Deshalb, und hier muss ich weinen, hatte die Mutter Gottes 1960 einem in dieser Hinsicht unfähigen Papst gefragt, seht ihr nicht als Komplizen der Freimaurerei? Nein, dem stimme ich nicht zu. Man kann davon ausgehen, dass er in dieser Hinsicht nicht vorbereitet und inkompetent war. Ich spreche über Johannes den 23., welcher entschied, das Geheimnis zu archivieren. Es hätte genau dann veröffentlicht werden müssen, wenn es die Mutter Gottes beauftragt hatte. Versteht ihr, was das bedeutet? Wäre im Jahr 1960 das dritte Geheimnis offenbart worden, würden wir uns heute in einem psychospirituellen Zustand befinden, der uns nicht so unvorbereitet vorfinden würde. Die Mutter Gottes hat alles vorausgesagt. Versteht ihr es? Die Feinde der Kirche, die Schwester Lucia Partisanen Satans nennt, haben praktisch auf viele Arten versucht, das dritte Geheimnis zu zerstören. Und hier fragen wir uns erneut, warum? Na, weil das dritte Geheimnis von Fatima, wie ich euch heute Abend erkläre, den Eintritt Satans in die Kirche beinhaltet, der heimlich hätte stattfinden sollen, ohne dass es jemand bemerkt hätte und so hätte geschehen müssen, dass niemand etwas davon gewusst hätte. So dass alle den Rosenkranz mit Kardinal Comastri gebetet hätten, die allmorgendliche Katechese mit Pater Livio von Radio Maria gefolgt hätten, die Post von Angelotti gefolgt hätten und alles so weitergemacht hätten wie eine fröhliche Brigade. Dies war der Plan der Freimaurerei, die unglaublicherweise Verbündete mit den Unakum findet. Die Unakum geben den Freimaurern die entscheidende Hilfe. Sie treiben sie noch voran. Sie werden Gott dafür Rechenschaft ablegen müssen. Die Heilige Jungfrau hat ihren Spielzug im Voraus gemacht und enthüllte so die Verschwörungspläne, die die Freimaurerei hatte, um im Auftrag Satans den katholischen Geist zu zerstören, indem sie zu gegebener Zeit ihren falschen Papst, den Genossen, platzieren würde. Es ist, wie wenn zwei gegnerische Armeen in den Krieg ziehen würden, während, wie ich schon sagte, eine der beiden Seiten im Voraus die feindliche Züge enthüllt bekommen hätte. Es ist klar so, in diesem Fall ist der Sieg garantiert, denn du kennst die Züge. Der Inhalt des dritten Geheimnisses von Fatima, meine Lieben, ist mehr als eine andere Botschaft, als jede andere Botschaft, der glasklare Spiegel des letzten Kampfes zwischen Satan und Maria. Satan, der die satanischen Freimaurer anführt, mit ihrer Gay-Lobby innerhalb der Kirche, der global-synkretistischen Agenda, der New World Order, der Regenbogen-Agenda, der LGBT, Satan führt diese Truppen an. Und daneben schließen sich die Unakum als Hilfskräfte an. Satan hat diese Truppen. Auf der anderen Seite hat Maria den kleinen katholischen Rest, welcher in der ganzen Welt verstreut ist. Lügen, Manipulationen, Inszenierungen von Medien, böswillige Orchestrierungen, wilde Verschwörungen gehören in all diesen Jahren im Vatikan zum ärmlichen Repertoire des Heiligen Stuhles, trotz wiederholter Versuche der Tarnung. Mussten die Freimaurer schließlich ihr wahres Gesicht zeigen. Es existiert nämlich seit Jahren eine Freimaurerloge im Vatikan, die den Papst bedrängt und mit ihm zusammen regiert. Deshalb hat Benedikt XVI. Genug gesagt. Er sagte, nehmt euch nur den Thron, ich nehme mir den Munus. Und die Leute werden es irgendwann verstehen. Das ist der Ratzinger-Gott. Ich hoffe, dass die Lancelotti uns beiden, mir und Giorgi, einen Exorzismus macht. Denn ja, solche sind heute Päpstinnen, Exorzistinnen, denen jegliche Kompetenz zusteht. Es ist nicht möglich, eine historische Bestätigung dafür zu bekommen, aber es scheint, hört gut zu, diese Dinge, die ich euch nun sage, sind in meinem kommenden Buch enthalten. Das beim Besuch von Wladimir Putin im November 2013 im Vatikan laut dem Zeugnis des bekannten Fatima-Experten und Priesters Paul Leonard Kramer, der Präsident Putin Bergoglio um Angaben über Fatima und der Weihe Russlands gebeten habe und vom falschen Papst eine Säcke Verweigerung darüber zu sprechen erhalten habe. Genauso wie scheinbar der Kardinal Ravasi, der von der russischen Delegation befragt worden sei und gesagt haben, wir haben vor, Fatima zu zerstören. Paul Kramer, der Mitarbeiter des bekannten und verstorbenen Pater Gruner, scheint ein vertrauenswürdiger Priester zu sein. Was für einen Grund hat er gehabt, dies solche Dinge zu erfinden? Er behauptet übrigens, er habe es durch interne diplomatische Kanäle erfahren, was überhaupt nicht überrascht. Seit Jahrzehnten arbeitet die Freimaurerloge innerhalb der Kirche im Schatten, um jede Spur des dritten Geheimnisses zu beseitigen und zumindest zu manipulieren.
Ohne Zweifel konnte der falsche Papst Bergoglio, der seit 10 Jahren als Usurpator auf dem päpstlichen Thron sitzt, mit der kühnen Unverschämtheit, die ihn auszeichnet, die lang ersehnte Weihe Russlands am unbefleckten Herzen Mariens mit Hilfe seines satanischen Teams inszenieren. Stellt euch mal vor, wer Bergoglio wirklich ist. Die Weihe, die vom Himmel erbeten wurde und nie, wie wir wissen, wirklich umgesetzt worden ist. In Wirklichkeit wurde am 25. März 2022 eine teuflische Inszenierung durchgeführt, die jetzt trotz allem bestätigte, dass die Weihe bis dahin nicht so vollzogen worden ist, wie der Himmel es verlangt hatte. Hier seht ihr, dass auch sie, wenn Gott es zulässt, alles in allem in die Falle treten. Das heißt, wenn Bergoglio als falscher Papst beschließt, eine falsche Weihe zu machen, ist er dennoch in der Lage, uns zu offenbaren, dass es dann eben doch wahr ist, dass die Weihe bisher noch nicht vollzogen worden ist. Der Angriff der satanischen Clique, angeführt vom falschen Papst, diente dazu, den Konsens der traditionalistischen Marienanhänger wieder zu erlangen, die, und hier bleibt man schockiert, deswegen, weil sie hartnäckig in der Position Unacum unser Papst Francisco verharren, dieser falschen Weihe mit triumphierenden Tönen zujubelten. Ich las hier und da schwindelerregende Dinge. Es sei endlich die so ersehnte Weihe gefeiert worden. Aber es war allen, die nicht auf ihren Verstand verzichtet haben, klar, dass es sich nicht um eine Umsetzung der Bitte der Mutter Gottes handelte. Im Gegensatz, es handelt sich um eine Spötterei, die darauf abzielte, die Angelegenheit für immer zu archivieren, wie sie es bisher nicht geschafft haben und es nicht schaffen werden. Die heilige Jungfrau hat nämlich in Fatima die Weihe Russlands gefordert, die der Papst durchführen sollte und nicht der falsche Papst. Und es muss in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt vollzogen werden. Bergoglio, der nicht der Papst ist, hat anvertraut und dann ergänzend geweiht, aber sind die beiden Dinge nicht verschieden. Warum setzt sie Bergoglio zusammen? Um zu verwirren. Es ist der satanische Stil. Er hat nicht nur Russland geweiht, sondern um sich über die heilige Jungfrau lustig zu machen, fügte er hinzu, die Kirche, wir, die ganze Welt und die Ukraine. Man muss fast lachen. Und übrigens, wie ihr wisst, gab es keine Gemeinschaft mit allen Bischöfen der Welt und vor allem gab es hier keinen Papst. Es war die übliche satanische Nachäffung. Der Teufel, meine lieben Kinder, wird den Antichristen nur dann senden können, wenn Fatima, erinnert euch daran, in der kollektiven Erinnerung keine Erwartung mehr darstellen wird, sondern Geschichte sein wird. Und genau das versuchen sie seit 50 Jahren zu erreichen. Aber die Frage ist, hat man wirklich nicht die Weihe Russlands vollzogen? Pius XII. Hatte sie bereits am 7. Juli 1952 gemacht, sie war aber nicht in Gemeinschaft mit allen Bischöfen der Welt. Während Paul VI. Sie 1964 zaghaft ohne Erwähnung Russlands wiederholte, Johannes Paul II. Versuchte dann, die Anforderungen des Himmels mit allen Details zu erfüllen, aber am Ende zwang man ihn, den Namen Russland im Text zu streichen. Wie ihr es vielleicht wisst, gemäß den Aussagen des sehr zuverlässigen Pater Gabriele Amor sei Johannes Paul II. Gezwungen worden. Wundert euch nicht darüber, so versteht ihr, weshalb Benedikt XVI. Weggehen musste. Wojtyła wurde vom Staatssekretariat gezwungen, unter dem Vorwand eines möglichen diplomatischen Zwischenfalls mit der Sowjetunion, das heißt mit Russland, Russland darin nicht zu zitieren. Hier sehen Sie den versteckten Widerstand Satan, damit die Weihe nicht gültig sein würde. Ich denke, ihr alle erinnert euch, es war im März 1984, als derselbe Papst gemäß Aussagen Pater Amors die Spuren, Beweise dieses freimaurerischen Hindernisses hinterlassen wollte, als er scheinbar aus dem Stegreich ankündigte. Wir vertrauen dir an und weihen dir jene Menschen und Nationen, die dieses Anvertrauen und diese Weihe besonders nötig haben. Aber entschuldige doch,
wenn du sie gerade weißt, warum erwähnst du jene, die diese besonders nötig haben? Versteht ihr das Wortspiel, das darauf hindeutet, dass die Weihe eigentlich noch richtig formuliert werden müsste? Und das sind absolute und glaubwürdige Aussagen von Pater Gabriele Amor. Wir schulden aber dem prophetischen Mut Benedikt XVI. Die Ehre, wenn wir endlich erst im Jahre 2010, stellt euch vor, das Geheimnis stammt von 1917 und die Mutter Gottes bat um deren Offenbarung im Jahr 1960 und so sind es 50 Jahre später auf der Flugreise nach Fatima, als Benedikt sagte, dass das Geheimnis nicht nur hinter uns, sondern vor uns liegt und es betrifft, sagte der Papst, den Glaubensabfall der Kirche. Es war eine Erklärung von Benedikt, die dem Staatssekretär Bertone und allen Freimaurern im Vatikan sehr Angst gemacht hat. Und ich habe keinen Zweifel, dass sie sich dort geschworen haben, es ihm ein für alle Mal heimzuzahlen. Benedikt XVI. Hat in Fatima dann den Mut zu sagen, man würde sich täuschen, wenn man denken würde, dass die prophetische Mission von Fatima beendet wäre. Im Übrigen müssen wir feststellen, dass Benedikt XVI. So den Mut gezeigt hatte, sogar sich selbst zu dementieren. Er war leider gegen seinen Willen der Protagonist der Spannungen und des Druckes im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des dritten Geheimnisses im Jahre 2000. 1984 erklärte Ratzinger als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre in einem berühmten Interview mit dem bekannten Journalisten Vittorio Messori zum Inhalt des dritten Geheimnisses, dass er es kenne. Also kennt Ratzinger das dritte Geheimnis zumindest seit 1984 und fügt hinzu: Wenn es noch nicht veröffentlicht worden ist, wir sind im 1984, soll dies verhindern, dass religiöse Prophezeiungen mit Sensationalismus verwechselt werden. Es gibt also das Zugeständnis, dass man vor etwas sehr Großem im dritten Geheimnis steht. Denn wenn es Sensationalismus schafft, bedeutet das, dass das dritte Geheimnis etwas Großes mit sich bringt. Ratzinger bestätigt es auch unter anderen Umständen, indem er nichts Geringeres als auf die biblischen Texte verweist, die auf die Apostasie des Glaubens und der Gräuel der Verwüstung und damit das Ausbleiben des eucharistischen Kultes hinweisen. Dank dem und auch dank der immer mehr motivierten Fatima-Kreise blieb die Erwartung eines völlig erschütternden Geheimnisses immer noch aufrecht. Johannes Paul II. Konnte im Jahr 1980, zwei Jahre nach der Wahl, als er in Deutschland über das Geheimnis interviewt wurde, sagen: Angesichts der Ernsthaftigkeit dieser Inhalte haben meine Vorgänger auf dem Papstthron die diplomatische Lösung bevorzugt, die Veröffentlichung zu verschieben, um die Weltmacht des Kommunismus nicht zu ermutigen, bestimmte Schritte zu unternehmen. Andererseits sollte es für jeden Christen ausreichen, dies zu wissen. Wenn es eine Botschaft gibt, achtet euch jetzt vor dieser Passage von Johannes Paul II., in der geschrieben steht, dass die Ozeane ganze Gebiete der Erde überfluten werden und dass Millionen von Menschen, die sind Worte von Johannes Paul II., welche die Freimaurer versuchten zu zensurieren, die inzwischen schon unauffällig im Vatikan anwesend waren und Johannes Paul I. getötet hatten, ihn vergiftet hatten. Aber die Worte sind da, unbestritten. Wenn es eine Botschaft gibt, sagt Johannes Paul II., in dem geschrieben steht, dass ganze Gebiete der Erde von Ozeanen überflutet werden und dass Millionen von Menschen plötzlich ihr Leben verlieren werden, von einer Minute zur nächsten, dann ist die Veröffentlichung einer solchen Botschaft wirklich nicht mehr so wünschenswert. Und wie ihr seht, gibt es eine perfekte Übereinstimmung zwischen dem, was Ratzinger ohne große Sensation versucht zu sagen, und dem, was Wojtyła verkündet. Der Papst fügt dann bei dieser Gelegenheit hinzu: Mit eurem und meinem Gebet wird es möglich sein, diese Bedrängnisse zu lindern, aber sie können nicht vermieden werden. Er kannte bereits das Geheimnis, weil eine wahre Erneuerung in der Kirche nur auf diese Weise stattfinden kann. Es gibt eine schockierende, aber gleichzeitig glückliche Ankündigung für uns. Es ist alles notwendig. Wenn mich jemand fragt, aber warum passiert das alles, Vater? Und ich sage, es ist notwendig, so wie Jesus sagte, der Kalvarienberg, das Kreuz, notwendig sei. Johannes Paul II. Sagt, damit es in der Kirche eine wahre Erneuerung gibt. Es kann nicht mehr so weitergehen mit den Freimaurern und all dem.
Seht, es muss eine kirchliche Feuersbrunst kommen und wir befinden uns bereits darin. Und vielleicht auch eine kosmische Feuersbrunst, eine kosmische. Die heutigen Äußerungen von Putin, der sagt, der Westen geht aus energetischer Sicht in Richtung eines Selbstmords, ist eigentlich eine Kriegserklärung. Abschließend sagt Johannes Paul II., wir müssen stark und vorbereitet sein, auf Christus und seine Mutter vertrauen und das Rosenkranzgebet sehr, sehr eifrig beten. Worte, wie ihr seht, überhaupt nicht diplomatisch und nicht beruhigend, ganz im Gegenteil. Im Jahr 2000 gibt es plötzlich eine dramatische Wendung. Hier seht ihr, was für eine unglaubliche Geschichte, wie viele Manipulationen, Lügen, Falschheiten, Doppeldeutigkeiten, als die Freimaurerloge, die im Schatten arbeitet, einen beispiellosen letzten Angriff auf das dritte Geheimnis versuchte. Bei dieser Gelegenheit wird sogar die gesamte organisatorische Maschinerie des Heiligen Stuhls in Bewegung gesetzt. In Fatima enthüllt der damalige Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano endlich den Inhalt des dritten Geheimnisses, der nach etwas mehr als einem Monat in einem überfüllten Pressesaal des Vatikans von Kardinal Ratzinger in theologischer Weise vorgelesen wurde. Und hier geschieht der unerwartete, unglaubliche, beschämende Putsch. In beiden Fällen haben wir ein völliges Verschwinden der apokalyptischen Prophezeiungen, der apokalyptischen Töne des dritten Geheimnisses. Wir stellen hauptsächlich eine verwirrende Manipulation, zuerst durch Kardinal Sodano und dann durch seinen Nachfolger im Staatssekretariat Kardinal Tarcisio Bertone fest. In einem von Hunderttausenden von Gläubigen überfüllten Platz in Fatima, wo die wichtigsten weltweiten Medien anwesend waren, behauptete Sodano, das dritte Geheimnis ist nichts anderes als das Attentat, das Johannes Paul II. 1981 überlebte, welches genau am 13. Mai geschehen ist. Wie wir wissen, blieb der Papst am Leben, während das Geheimnis eindeutig von seiner Ermordung spricht. Und zudem scheint dieses Attentat nicht das Werk von sowjetischen Kommunisten zu sein, so wie sie es uns im Vatikan haben glauben lassen wollen, sondern von der Freimaurerei selbst im Vatikan. Sodano verübt eine geschickte Tat. Er verbindet das Geheimnis mit den kommunistischen Feinden. Das sind seine Worte in Fatima im 2000. Die Vision von Fatima betrifft vor allem den Kampf der atheistischen Systeme gegen die Kirche. Es ist ein endloser Kreuzweg, der von den Päpsten des 20. Jahrhunderts geführt wird. Diese unglaubliche Taktik hatte das Vorhaben, dem Kommunismus jede Schuld zuzuschreiben, welche im Jahr 2000 unter anderem eine harmlose Ideologie geworden war, abgesehen von Fidel Castro, der in Kuba nunmehr ein Museumsstück geworden war, und abgesehen von einigen kleineren kommunistischen Herden in Lateinamerika, welche hier und dort verstreut waren, die nicht mit dem Sowjetkommunismus vergleichbar waren. Die Freimaurerei hingegen kam mit dieser unglaublichen Manipulation vollkommen unversehrt davon. Obwohl sie die wahre Täterin und Angeklagte des Inhaltes des Geheimnisses von Fatima ist, welches vom Glaubensabfall vom Antichristen, vom falschen Papst und der falschen Kirche spricht. Die Kommunisten haben die Schuld bekommen. Wir Freimaurer hingegen sind okay. Ein unerwarteter, aseptischer Kardinal Ratzinger bestätigte unterdessen in Rom diese offizielle Richtung, welche der Heilige Stuhl wegen dem erfolgreichen freimaurischen Putsch übernehmen musste, und widersprach somit die sensationalistischen Interpretationen in seinem Briefing vom 26. Juni 2000. Sogar der Papst Johannes Paul II. Schien hier machtlos zu sein. Ratzinger beginnt mit der Rede, indem er das Publikum verblüfft. Seht, was er am Anfang sagt, indem er sich selbst verleugnet. Er beginnt 1984, indem er sagt, dass das dritte Geheimnis problematisch ist, sensationell ist und explosive Inhalte enthält. Im Jahr 2000 dementiert er und sagt, was erwarten Sie, es wurde alles gesagt, es ging um die Kommunisten, es gehört alles der Vergangenheit an, wer mehr erwartet, wird enttäuscht sein. Und dann dementiert er sich wieder zum dritten Mal und kehrt zum ersten Ratzinger zurück. Das ist unglaublich. Wenn Ratzinger gezwungen war, diese Stunts zu machen, wie ich in der Katechese von heute Morgen sagte, dann nur deshalb, weil es notwendig war, mit den mächtigen Freimaurern im Vatikan zusammenzuleben, um sie im Zaum zu halten. Hier das, was Ratzinger sagt und Journalisten auf der ganzen Welt verblüfft hatte.
Wer den Text des sogenannten dritten Geheimnisses von Fatima sorgfältig liest, der nun nach langer Zeit auf Anordnung des Heiligen Vaters hier in seiner Gesamtheit veröffentlicht wird, wird nach all den Spekulationen, die gemacht wurden, vermutlich enttäuscht und erstaunt sein. Kein großes Geheimnis wird enthüllt, der Schleier der Zukunft wird nicht aufgerissen. Unfassbar! Was für ein dramatischer Putsch! Und das, ist das Werk Satans, der gegen Maria kämpft. Wir fragen uns, hat der Ratzinger den wahren Inhalt wirklich nicht gekannt? Doch, weil er in den 80er Jahren sagte, dass es etwas Sensationelles sei, das man nicht preisgeben sollte. Aber wenn es nichts Sensationelles mehr gibt, wenn es kein großes Mysterium zu enthüllen gibt, warum sollte man 20, 30, 40 Jahre lang leugnen? War auch er Opfer der Manipulationen der Freimaurerkuppel? Nein, das nicht, weil er das Geheimnis seit den frühen 80er Jahren kannte und so auch Johannes Paul II. Aber warum haben dann beide, Johannes Paul II. Und der damalige Kardinal Ratzinger, beschlossen, seinen Inhalt zu begraben? Es bleibt ein riesiges Geheimnis, welches noch mehr die Tatsache bestätigt, dass Satan mit Hilfe der Freimaurer mehrere Versuche startete, jeglichen Zusammenhang mit Fatima zu löschen. Der Teufel, Satan, weiß sehr wohl, dass er den Krieg frühzeitig verloren hätte, wenn das Geheimnis offenbart worden wäre und es früher offenbart worden wäre, weil die Menschen so darauf vorbereitet gewesen wären. Bleibt die Frage, warum hat der Papst den Boykott des dramatischen Inhalts des dritten Geheimnisses genehmigt, in welchem es, wie wir heute wissen, um den Glaubensabfall, das Aufkommen eines falschen Papstes und den Eintritt des Antichristen geht? Wir wissen es, weil es dies Benedikt XVI. 2010 zu verstehen lassen gibt, wie wir es sehen werden. Hat Johannes Paul II. Das Medienembargo gegen den Inhalt des Geheimnisses unterstützt? Waren sich die beteiligten Kardinäle bewusst, das Falsche zu sagen, einschließlich Ratzinger, als sie sagten, dass alles offenbart worden sei? Sodano, Ratzinger, Bertone? Und vor allem, weshalb wurde es beschlossen und durch wen, dass das dritte Geheimnis nicht gänzlich offenbart werden sollte? Dies sind Fragen, die bis heute unbeantwortet bleiben, auch weil Wojtyła bereits im Jahr 2000 schwer erkrankt war und sich einem langsamen und unaufhaltsamen Gesundheitsabfall näherte. Es wurde deutlich, dass die wahre Regierung im Vatikan nun vom Vatikanischen Staatssekretariat und von der Kuppel der Freimaurerkardinäle geführt wurde, die offensichtlich gegen Fatima waren. Wie ich schon in meinem Buch geschrieben habe, Petrus, wo bist du? Darin ist der Abschnitt, der Fatima gewidmet ist, ist es wahrscheinlich, dass Johannes Paul II. Beschlossen hat, aus pastoralen Gründen über den wahren Inhalt von Fatima zu schweigen, um die offensichtlich unvorbereiteten katholischen Massen nicht vor dem Thema des Antichristen und des Glaubensabfalls zu schrecken. Vor allem, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass der Heilige Stuhl selbst eine so stark apokalyptische Version unterstütze. Vittorio Messori, das ist auch sehr interessant, schrieb 2006 im Corriere della Sera und damit mehr als 5 Jahre nach der verlogenen Ankündigung des dritten Geheimnisses durch Sodano. Man habe eine Eskamotage vorgenommen, man hätte nur einen Teil des Textes enthüllt und habe zudem den Eindruck erwecken lassen, dass es die Vergangenheit betreffe, die Kommunisten. Die anderen Inhalte seien nicht explizit, sondern implizit in Predigten, Ansprachen, Dokumenten vom Papst Wojtyła und vom Präfekten der Glaubenskongregation Ratzinger enthüllt worden, damit jeder, der verstehen wollte, verstehen konnte. Tatsächlich ist das deutlichste Beispiel für die Einfügung des Inhaltes des dritten Geheimnisses in einen Text, zwar in lehramtlicher Weise, nicht weniger als in der Niederschrift des Katechismus der katholischen Kirche von 1992 vorzufinden. In den Nummern 675 und 677 wollte Ratzinger, dass von einer letzten Prüfung der Kirche gesprochen wird. Woher nimmt Ratzinger dieses Thema, wenn nicht aus dem dritten Geheimnis von Fatima? Man findet darin nichts anderes als die unaussprechlichen Themen der Apostasie von der Wahrheit, dem Antichristen, der Verfolgung und der religiösen Täuschung.
Was also sehr wichtig erscheint, ist, dass die Erklärung von Kardinal Angelo Sodano derart manipuliert ist, dass sie das Geheimnis auf die Feinde außerhalb der Kirche zurückführt, nämlich die deistischen und kommunistischen Systeme, während es keine Spur vom wahren Feind in den Inhalten des Geheimnisses gibt, nämlich dem inneren Feind, der einige Jahre später einen beispiellosen Putsch anrichten würde, indem er 2013 den Thron Petri besetzt und die Ketzerei und den Glaubensabfall vorantreibt, mit Hilfe von Bergoglio und in beschämender Weise von denen, die una cum Bergoglio sind. Ein kleiner Hoffnungsschimmer findet sich vielleicht in einer Passage im Text von damaligen Kardinal Ratzinger im Juni 2000. Was bedeutet das Geheimnis von Fatimas Ganzes? Was sagt es uns? Zunächst müssen wir zusammen mit Kardinal Sodano bestätigen, die Ereignisse, auf die sich der dritte Teil des Geheimnisses von Fatima bezieht, scheinen nunmehr der Vergangenheit anzugehören. Und meine Lieben, hört gut zu. Ratzinger sagt nicht, sie gehören der Vergangenheit an, sondern sie scheinen der Vergangenheit anzugehören. Trotz allem blieb so eine Tür offen für die göttliche Verfügung. Kommen wir nun aber zum Schluss. Einer der Ersten, der den wahren Inhalt des dritten Geheimnisses von Fatima enthüllte, war zweifellos Pater Malachi Martin, Ex-Jesuit, Polyglott, Dozent am päpstlichen Bibelinstitut, Sekretär des mächtigen Kardinals Augustin Bea. Er ist in der ersten Lesung des dritten Geheimnisses von Fatima vom Papst Johannes dem 23. Physisch anwesend und wird für immer davon gezeichnet bleiben. Bestürzt über die Entscheidung des Papstes, das Geheimnis zu archivieren, zunehmend überzeugt von einer freimaurischen Einmischung, hinter der er den hinterhältigen Angriff Satans auf die Jungfrau sieht, beschließt er, Rom zu verlassen und als Kellner nach New York ins Exil zu gehen, wo er als Tellerwäscher in einem Restaurant arbeiten wird und wo er mit der Zeit schockierende Enthüllungen aufschreiben wird. Dieser irische Priester, der unter unklaren Umständen 1999 starb, behauptete im Juli des Vorjahres in einem Interview bei Art Bell, einer berühmten Radiosendung in Amerika, dass Johannes der 23. eine vollkommen abwertende Haltung gegenüber dem Inhalt des dritten Geheimnisses von Fatima eingenommen hatte. Der gleiche Pater Malachi Martin schrieb 1990 in einem Buch mit dem Titel »Die Schlüssel dieses Blutes«: Einige Bischöfe und Prälaten haben sich zusammen mit ihren Assistenten innerhalb der Kirche zu einer Antikirche erhoben. Hier wird in den 90er Jahren bereits alles erklärt. Sie wollen die Kirche nicht verlassen. Sie haben nicht vor, sich von ihr zu trennen. Sie wollen die Einheit der Kirche nicht erschüttern. Sie wollen die Kirche nicht auslöschen, sondern sie nach ihren Plänen verändern. Er spricht eindeutig von den Freimaurern. Und bis heute scheint es in ihren Köpfen unwichtig zu sein, dass ihre Pläne mit dem Plan Gottes unvereinbar sind. Der Plan Gottes, der bis heute vom Nachfolger Petri und seiner Lehrautorität verkündet wurde. Sie glauben, dass sie diese falsche Kirche und ihre Gegner durch einen angemessenen Kompromiss versöhnen können, dass sie die Einzigen sind, die verstehen, was gegenwärtig passiert, und dass sie die Einzigen sind, die den Erfolg der Kirche Christi sichern können, indem sie sie mit den Führern der Weltmächte verkuppeln. Es ist genau das, was Bergoglio tut. Abschließend erklärt Malachi Martin, aber in ihrer hingebungsvollen Schöpfung der Antikirche innerhalb der Kirche haben sie schließlich die Einheit der Kirche angegriffen. Diese falsche Kirche ist nicht die katholische Kirche. Und Pater Malachi Martin sagte noch, in der vielleicht deutlichsten Erklärung von 1998, wenn der Vatikan das dritte Geheimnis veröffentlichen würde, wäre dies ein solcher Schock für die Menschen, dass die Kirchen sofort mit knienden Gläubigen gefüllt wären und die Beichtstühle aller Heiligtümer, Kathedralen und Basiliken durch übermäßigen Andrang kollabieren würden. Wenn man die Geschichte von Bergoglio anschaut, erscheinen einem diese Worte ganz klar. Innerhalb der Kirche ist eine falsche Kirche hervorgekommen und so wie es im dritten Geheimnis von Fatima steht, in Erfüllung gegangen.
Sowohl Pater Malachi Martin als auch Pater Gruner waren zwei mutige Priester, die ihre Stimme erhoben haben und sich persönlich exponiert haben, um der Welt zu sagen, dass das dritte Geheimnis nicht vollständig offenbart worden ist. Benedikt XVI. Hat ihnen den zustehenden Tribut mit seiner überraschenden Erklärung von 2010 geleistet. Man kann nur noch warten, dass die Wahrheit hoffentlich vollständig ans Licht kommt. Ein letztes Wort muss noch gesagt werden zur Erklärung des spanischen Journalisten José María Zavala, den man einer außergewöhnlichen Zensur und Embargo unterzogen hat. Im März 2017 im Buch mit dem Titel El Segreto Mejor Guardado de Fátima, das in Spanien publiziert und nie auf Italienisch publiziert wurde, gab der Journalist bekannt, dass er von Schwester Lucia einen handgeschriebenen Text über das dritte Geheimnis erhalten habe, der geprüft und als authentisch anerkannt worden ist. Der Text wurde 2010 auf einer amerikanischen Webseite wiedergegeben und in Italien von Marco Tosatti lanciert, also gerade in dem Jahr, in dem Benedikt XVI. Die offizielle Version des Heiligen Stuhls aus dem Jahr 2000 dementierte. Es sprach von einem Geheimnis, das noch vollständig bekannt gegeben werden müsse und dass es die Apostasie, den Glaubensabfall betreffe. Es ist erstaunlich, was Schwester Lucia in diesem handschriftlichen Text sagt, nämlich, dass die Hirtenkinder einen Papst mit den Augen Satans gesehen haben, dass er wie ein Papst erschien, aber es nicht war, und dass er einen Freimaurertempel aufbaute. Dies entspricht genau der Vision von Anna Katharina Emmerich, die von der Jungfrau Maria geforderte Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz, welches nie richtig stattfand und von Bergoglio im März 2021 sogar gefälscht wurde, und die Veröffentlichung des dritten Geheimnisses von Fatima, das nie wirklich bekannt gemacht und sogar manipuliert wurde, offenbaren, dass im Vatikan seit zu vielen Jahren nun eine satanische freimaurerische Loge vorhanden ist, die im Schatten arbeitet, um sich als Partisanen Satans gegen den Plan Mariens zu stellen. Über den Köpfen dieser dunklen inneren Feinde, die im Auftrag des Antichristen handeln, hängt wie ein riesiger Felsbrocken die Verheißung der Jungfrau Maria, die gleichen Feinde, die mir zwei Exkommunikationen geschenkt haben. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Im Grunde verbirgt sich hinter der Freimaurer-Satanisten-Manövern der wahre Regisseur Satan, indem er fleißig für den Eintritt des Antichristen arbeitet, sieht er sich schwer behindert durch die Existenz dessen, was ich an dieser Seite als exorzistisch wirkende Geheimnis von Fatima nennen würde. Im Grunde ist das Versprechen der Jungfrau Maria, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren, vor allem eine einschüchternde Botschaft gegenüber den Feinden der Kirche. Es ist, als ob ein Armeegeneral, der die feindlichen Truppen aus der Ferne beobachtet, ihnen eine Botschaft schickt, in der er ihnen mitteilt, dass sie sich besser zurückziehen, da die Niederlage für sie sicher sein wird. Und auch wenn sie vom Vorsatz, in den Krieg zu ziehen, nicht zurücktreten, so bleibt doch der Zweifel an der Echtheit dieser Botschaft, welche sie wie ein dunkles Omen verfolgt. Wir müssen nun warten, beten und hoffen, dass bald alles verwirklicht wird, was das dritte Geheimnis verkündet, einschließlich der Ankunft des großen Prälaten, des letzten Kampfes unter der Führung der Mutter Gottes, wie Katharina Emmerich sagt, zwischen der sonnengekleideten Frau, der glorreichen himmlischen Führerin und der Partei der Partisanen Satans. Wir befinden uns im letzten Kampf. Wir befinden uns im entscheidenden Moment. Es ist die Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Möge uns die Madonna dabei helfen. Gepriesen sei Jesus Christus und vorwärts mit Maria. Avanti con Maria.